Willkommen bei Schlesienjournal. Heute versetzen wir uns in die Zeit vor 66 Jahren, als die Rote Armee einmarschiert ist. Doch zuerst die Infos. Ab dem kommenden Semester wird an der Oppelner Germanistik ein neues Aufbaustudium eröffnet. Dort erfahren Germanisten und Lehrer mehr über Deutsch als Minderheitensprache, aber auch das bilinguale Lehren. Im Vordergrund des Studiums stehen die schlesische Geschichte, Landeskunde, Kultur und die deutsche Minderheit. Das Studium dauert 3 Semester. Nähere Informationen finden Sie auf www.ifg.uni.oppole.pl. Anmeldefrist ist der 25. Januar. Ob Gedichte von Wolfgang Borchert, Johann Wolfgang von Goethe oder Rainer Maria Rilke. Lernt 2 Gedichte in deutscher Sprache und nehmt am Wettbewerb Jugend trägt Gedichte Vorteil. Zum Wettbewerb lädt die Sozialkulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien Schüler aus Grundschulen, Gymnasien und Oberschulen ein. Das Finale ist zwar erst Ende Mai, aber die Vorentscheidungen finden im Februar in Schulen statt. Der Wettbewerb wird schon zum 17. Mal organisiert. Mehr auf www.dsgn.vdg.pl. Es gibt im Stadtteil Kosel kaum noch sichtbare Spuren der jüdischen Gemeinde. Hier stand vor dem Krieg eine Synagoge. Meyer und Haberkorn, an diese Personen erinnert sich heute kaum jemand. Doch das soll sich ändern. Eine Gruppe von Jugendlichen aus dem Koseler Lyzeum will durch eine Internetseite an die Koseler Juden erinnern. Nie wiedziałem, że historia koselskich Żydów jest tak bogata. Nie miałem pojęcia, że właściwie cały koselski rynek, nie licząc 2 sklepów, był w rękach żydowskich. Chociaż w roku 29 na właściwie 13 tysięcy mieszkańców miasta zaledwie 100 osób to byli Żydzi. To była bardzo mała grupa osób, aczkolwiek ich wkład w życie miasta był ogromny. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Internetseite www.żydzikozielscy.pl. Die Fußballweltmeisterschaft hat gezeigt, wie groß das Interesse am deutschen Fußball unter den Oberschlesiern ist. Doch eines fehlt bis heute: ein Verein in Oberschlesien, der die Identität der Minderheit hervorhebt. Der DFK Kanjin hat die Initiative ergriffen, die einst ruhmreichen Oppelner Sportfreunde von 1919 neu zu begründen. Ob als Sportler, Funktionär, Trainer, Betreuer, als unterstützender Politiker oder auch als Fan. Wenn Sie an der Gründung des Sportvereins interessiert sind, melden Sie sich beim Schlesischen Wochenblatt unter der E-Mail sw@wochenblatt.pl. Der Januar 1945 war in Großstrelitz sehr kalt. Doch die Kälte war nur der Hintergrund für blutige Geschehnisse. Gertruda Kauscher aus Großstrelitz kann sich gut daran erinnern, als die Rote Armee in die Stadt einmarschiert ist. Sie war damals 15. Es war Samstag, der 20. Januar, als die ersten russischen Soldaten unerwartet nach Großstrelitz einmarschierten. Nur gelegentlich außerhalb der Stadt kam es zu Zusammenstößen mit vereinzelten Wehrmachtstruppen. Am Sonntag, wie sie gekommen sind, da gingen die erst durchs Dorf, solche große, schöne Männer. Und die haben immer auf die Ringe geguckt und auf die Ketten. Und es ging immer, Pirot, Kuda, Wrocław, Kuda, Berlin. Paschli, Paschli, so ging das immer. Und dann sind sie wieder weggerannt. Und haben uns angeguckt und wir wussten nicht, warum. Und dann kamen die Nächsten. Die waren dann schon dreckig, arm, mein Gott, hungrig. Naja, aber die konnten ja nichts dafür, nicht? Dann haben wir auch noch die Asiaten gesehen, die mit den Zöpfen hinten am Kopf, solche schwarze Zöpfe, Schlitzaugen, ganz gelb im Gesicht. Da haben wir uns richtig erschrocken. Die sahen schrecklich aus, die Leute. Die gingen einfach vorbei, die wollten von uns nichts. Nach dem Einmarsch der Roten Armee in Großstrelitz gab es in der Stadt mehr russische Soldaten als Einwohner.
Während die ersten Rotarmisten weiter Richtung Front und Breslau zogen, blieb ein Teil der Truppen in der Stadt. Die Häuser wurden nach Waffen und wertvollen Gegenständen durchsucht. Da kam einer dann abends, zwei waren, kam abends zu uns in die Küche und da hat er in der Hand gehabt eine große Eierhandgranate. Dann hat er gehabt also eine Maschinenpistole und ein Gewehr noch am Rücken und war total besoffen. Und da sagt er, wenn er jetzt will, da schlägt er uns alle tot. Wir haben das so verstanden. Und mit der Handgranate wollte er so in die Küche hauen. Ich bin schnell weggelaufen, hinter die Tür in die Kammer und habe mich versteckt. Denn ich dachte, jetzt werden sie uns alle tot machen. So wie man uns das eben gelernt hat, nicht? Nur aber es geschah nichts. Dann ging er weg. Da waren wir heilfroh. Vor allem Frauen und junge Mädchen suchten vor den Russen Zuflucht in der Kirche. Pfarrer Karl Lange wollte sie schützen und versteckte sie in der Krypta. Dann wollte der eine Russe noch vom Pfarrer eine Uhr. Und da sagt der Pfarrer, er hat mir keine Uhr, er hat schon alle abgegeben. Und da sagt er zu dem Kaplan, gehen Sie mal dort in mein Schlafzimmer, im Nachttisch kann dort noch eine Uhr sein. Und der holte die Uhr und wie er zurückkam, da lag der Vater schon erstochen, dort in der Ecke, wo sein Grab ist. Nach der Ermordung des Pfarrers gab es in der Stadt angeblich eine Schießerei. Dabei kamen ein paar russische Soldaten um. Es wurden weitere Häuser in Brand gesteckt und die Zivilbevölkerung noch mehr terrorisiert. Und dann hat die Stadt gebrannt. Da war lichterloh am Hofe, man konnte Zeitung lesen. Da bin ich hinter die Scheune gelaufen und da hat man dann Schreie gehört. Hilde, wo bist du? Oder ungefähr, Mama, wo bist du? Komm mal her, ich weiß nicht, wo bist du, wo bist du? Einer hat den anderen gesucht und das Papier flog bis auf unseren Hof. Der Einmarsch der Roten Armee bedeutete jedoch nicht nur Mord und Totschlag. Es gab ja durchaus Momente, in denen die russischen Soldaten auch Mitgefühl oder zumindest Sympathie gezeigt haben. Die Frauen aus der Stadt haben gesagt, wir haben schon nichts mehr zu essen. Was werden wir jetzt machen? Geh mal zu den Russen, hol dort mal, vielleicht werden sie dir Fleisch geben. Und da haben sie mir eine Tasche gegeben oder zwei Taschen, ich weiß schon nicht mehr. Und da gehe ich hin und da sage ich, sie sollen mir etwas Fleisch geben, nicht? Und da habe ich gesagt, aber ich habe Angst, dort zu gehen. Haben sie gesagt, ach, die werden dir nicht machen, du bist so mager, die wollen dich gar nicht, nicht? Ich war ja auch so dünn und wie so ein Backfisch, nicht? Und da bin ich zu den Russen dort in den Garten gegangen. Und da habe ich zu ihnen gesagt, sie sollen mir etwas geben, ein Kuscheltchen, nicht, für meine Verwandten, für Mama, so habe ich noch gesagt, nicht. Und das hat die Russen so gerührt. Und da haben sie mir volle Tasche Fleisch eingelegt und da habe ich das den Frauen gebracht. Die haben sich so über das Fleisch gefreut und da hatten sie dann was zu essen, was zu kochen und so weiter. Gertrud Kauža war damals 15. Heute, 65 Jahre danach, verbindet sie nur noch einen Gedanken mit dieser Zeit. Das waren ja solche Zeiten, wenn man sich erinnert, ein Wahnsinn von beiden Seiten. Wie von der deutschen, so von der russischen Seite. Nur aber es ist geschehen, es ist Geschichte, vorbei. Es kommt nicht mehr wieder, Gott sei Dank, bloß kein Krieg. Damit sind wir am Ende der Sendung. Mehr von uns finden Sie unter www.pro-futura.com.pl. Bis in einer Woche wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.